Und zwar habe ich was ganz Großes vor. Hallo Freunde, heute kommt nur ein ganz kleines Video, ihr seht ja schon im Titel, was passiert. Heute widmen wir uns mal ein bisschen dem Temperatursensor, weil meine Temperaturanzeige, die spinnt ein bisschen, die muckt rum und fährt nicht auf die Temperatur, die sie eigentlich anfahren soll. Und das kann an zwei Dingen liegen, entweder den Temperatursensor, was wir jetzt machen, was das einfachere wäre von beiden, und ansonsten noch das Thermostat, das habe ich auch schon liegen, da würden wir uns dann ansonsten nächste Woche drum widmen. Aber ich möchte auch zwei Dinge vorwegnehmen. Und zwar, warum kommen jetzt nur noch kleine Videos? In den nächsten 2-3 Wochen werden nur ganz kleine Sachen kommen, weil ich bin gerade mitten in der Lernphase für mein Studium. Also ich studiere Elektrotechnik, wer es noch nicht weiß. Und das ist halt nicht so ganz einfach. Und ich bin auch nicht so der Typ, der das dann schwuppdiwupp alles kann. Ich muss immer ein bisschen was tun dafür. Und ja, da geht die meiste Zeit jetzt momentan rein. Also entschuldigt das bitte. Aber trotzdem versuche ich, kleine Videos zu bringen. So wie heute. Die zweite Sache ist, ich habe ein komplett neues Kamera-Equipment, neue Kamera, neues Mikrofon. Wer mich auf Instagram und Facebook verfolgt, der weiß es schon. Also falls da irgendwie kleine Fehler entstehen oder so, bitte entschuldigt. Ich muss damit noch ein bisschen lernen. Aber ansonsten kriegen wir das Ganze, glaube ich, ganz gut hin. Heute habe ich auch mal wieder ein bisschen mehr gequatscht im Video, weil man einfach nichts sieht an der Position, wo ich gearbeitet habe. Aber ich hoffe, das gefällt euch auch. Die Leute, die schon länger dabei sind, kennen das ja auch, dass ich gerne rede. Und ansonsten will ich noch ganz kurz ein Projekt anteasern. Und zwar habe ich was ganz Großes vor. Ihr könnt ja mal raten oder mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was an meinem Bus, in meinem Bus, wie auch immer noch fehlen könnte, was in diesem großen Karton drin sein könnte, beziehungsweise war, der ist jetzt schon leer. Und das kommt dann auf jeden Fall nach den Prüfungen. Aber jetzt schaut euch erstmal das Video an und viel Spaß. Die Position des Temperatursensors ist nicht die geilste. Hier seht ihr ihn. Erstmal versuchen wir, den Stecker abzubekommen. Um den Stecker herauszubekommen, müsst ihr diese Metallnase hier andrücken, auf beiden Seiten. Als nächstes lösen wir die Klemme im Schraubendreher. So, bevor ihr jetzt den neuen wieder reinpackt, könnt ihr schon mal den O-Ring, der dabei ist, auf das neue Teil packen. Mit der Spitzzange geht es hervorragend, den dann rauszuziehen. Nachdem wir die Dichtung rausgeholt haben, den neuen wieder einsetzen. Der Sensor sitzt. So sollte das Ganze jetzt aussehen und jetzt stecken wir einfach nur noch den Stecker drauf. Und wir sind fertig. Ja, leider hat das Ganze jetzt nichts gebracht. Ich bin so circa 20 Kilometer gefahren. Die Anzeige sieht jetzt ungefähr so aus. Und ja, bin ich auf keinen Fall mit so zufrieden. Betriebstemperatur wurde nicht erreicht. Und das heißt auf jeden Fall, dass das Thermostat ausgetauscht werden muss. Ich vermute nämlich, dass das Thermostat einfach nicht mehr schließt. Aber dazu kommen wir dann auf jeden Fall nächste Woche im Video. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wer es erstmal ein bisschen einfach ausprobieren möchte, so wie ich, der tauscht den Temperatursensor. Teuer ist es auch nicht unbedingt. Und dann macht man sich an den Thermostat, weil dann hat man schon mal eine Fehlerquelle behoben. Ja, würde ich sagen, wenn es euch trotzdem gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn ich euch helfen konnte. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also haut rein!